Hey Leute, hallo. Wir meinen alle Hey Leute. Hi Leute. Hi Leute. Hi Leute. Ja. Also, Kathi wollte das Video heute einleiten und wollte erstmal erzählen, weil wir haben vor, zu schweigen für 3 Tage. Und erzähl mal, wie läuft, was für Arten des Schweigens gibt's? Ich erzähle erstmal kurz, wie das überhaupt gekommen ist, dass wir jetzt hier zu viert sitzen und morgen anfangen zu schweigen. Ich wusste, ich gehe nach Thailand und hatte die Idee, da mal zu schweigen und habe das Tobi erzählt und er hat gemeint, ja, ich habe da auch drüber nachgedacht. Und dann sind Ramona und Nikolai angekommen und die waren irgendwie so drauf, dass ich das erzählt habe und haben spontan gesagt, sie machen mit und jetzt sitzen wir hier zu viert. Genau, und ich habe das ja schon ein paar Mal gemacht und wir haben uns jetzt auf, also sozusagen, wir machen das einfach unter uns und haben niemanden, der quasi auf uns aufpasst oder der uns begleitet, sondern wir begleiten uns selbst und haben uns da einfach ein, zweimal zusammengesetzt und guckt, was jeder braucht und was wir so für Umstände schaffen wollen und ja, wer will dir erzählen, die Umstände, die wir uns jetzt geschaffen haben? Ich bin nicht so gut in Sachen aufzählen. Ich bin auch nicht verleiht. Was sagst du? Also ich glaube, wir haben den Zettel. Wo der Zettel liegt an einem bestimmten Platz, wo es klar ist, dass jeder vor 4 Uhr ein Zeichen dort abgibt und eben dann auch vermerkt, wenn er irgendwie Unterstützung benötigt oder Redebedarf hat. Ich glaube, das ist das Einzige, was wir haben. Oder? Ja, und dieser Strich oder dieses Kreuzchen oder Herzchen, was dann jeder macht, heißt einfach, ich bin okay, ich lebe und ihr müsst euch keine Gedanken um mich machen. Genau, ansonsten werden wir halt, wie gesagt, die 3 Tage schweigen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir nicht lesen, dass wir nicht schreiben, dass wir unser Handy nicht benutzen, dass wir nicht im Internet surfen, keine Videos machen. Jeder hat also seine Herausforderung und wir haben uns jetzt auch darauf geeinigt, dass wir uns aus dem Weg gehen. Nein, dass wir sozusagen keine Treffen machen. Das hatten wir erst überlegt, dass wir uns ein- oder zweimal am Tag halt zum Meditieren treffen. Aber ja, irgendwie hat es sich für alle richtig angefühlt, dass jeder für sich ist und dass wir aber zum Beispiel auch Buddies haben, also wenn ich merke, Tobi hat kein Kreuz gemacht, dann gehe ich halt zu Nikolai und Ramona und wir beraten, was wir machen und umgekehrt, also weil ich wohne mit Tobi zusammen, Nikolai und Ramona wohnen zusammen und wir passen sozusagen so ein bisschen untereinander aufeinander auf. Ja. Mhm. Genau, und ich habe mir jetzt so für 3 Tage was zu essen gekauft, dass ich sozusagen auch nicht in die Stadt muss und kann da sozusagen einfach dann ganz unabhängig irgendwie mich ernähren. Ja, und wir sind hier im Dschungel. Also wir haben hier einen kleinen Wasserfall, so, den wir jetzt auch entdecken. Den echten. Ja, eine schöne Aussichtsplattform und ja, kann sich hier dann etliche Stellen zurückziehen, ja, und in der Natur sein und ansonsten ist hier niemand, hier sind noch andere Bungalows, aber die begegnen uns eigentlich auf den Wegen gar nicht so, 1-2 Personen vielleicht, genau. Genau, wir haben uns auch geeinigt, dass wir halt so am Platz bleiben, dass das unser Kraftfeld ist, in dem wir uns bewegen und mich würde irgendwie interessieren, Nikolai, warum machst du da mit, was interessiert dich daran? Ja, für mich ist einfach mal die Herausforderung, 3 Tage alles abzustellen, kein Computer, kein Kontakt, nicht mit anderen reden, kein Körperkontakt mit Ramona. Das wäre jetzt nur noch 6 Monate oder wie lange? Ja. Ja. Ich sehe das einfach mal als Experiment und bin gespannt, was dabei rauskommt, wenn man mal so richtig in sich geht und so alle äußeren Inputs einfach mal ausschaltet. Und gibt es irgendwelche Ängste oder irgendwelche Befürchtungen, die du hast?
Also bis jetzt noch nicht. Ich gehe es mal ganz gelassen und ihm vor eingelaufen oder ran. Ja. Wie ist bei dir? Also ich habe schon ein bisschen... Nee, auch so, warum du es machst und... Achso. Irgendwelche Erwartungen. Ich hatte jetzt schon länger auf Reisen das Gefühl, dadurch, dass wenn du zu zweit unterwegs bist, verbringst du auch sehr viel Zeit wirklich zusammen, hatte ich schon das Gefühl, dass es mal cool wäre, einfach so einen Schweigetag einzulegen, weil wir das auf einem Seminar, wo wir uns auch kennengelernt haben, schon einmal gemacht haben. Und als sie das dann angesprochen hat, dachte ich mir so, oh cool. Und dann drei Tage, okay. Weil der eine Tag war dann im Endeffekt doch schon sehr schwierig für mich. Kein Blickkontakt, keine Berührung, das war ja schon nicht leicht. Und mit sich selbst so konfrontiert zu sein. Ja, und meine Ängste sind so ein bisschen, dass ich nicht damit klarkommen werde, dass ich nicht schreiben kann, weil ich sehr gern und viel schreibe. Und ja, sonst halt ja keine körperliche Berührung, ob das jetzt Augenkontakt ist oder einfach jemand vom Arm. Keine Musik hören zu können, das ist noch so ein Ding bei mir. Aber sonst freue ich mich auf internetfreie Zeit, genieße ich immer wieder. Und einfach mal in mich zu schauen. Voll und ganz, weil ich trinke ja auch seit einiger Zeit nur. Das ist dann wahrscheinlich noch mal intensiver. Ja. Hallo? Und du, Tobi? Warum hast du mit? Weil ich Zeit genießen möchte, so einfach mal still zu sein, zur Ruhe zu kommen und nichts zu machen. Mhm. Weder Input noch Output, einfach nur sein, so einfach nur im Moment sein, ankommen und schauen, was dann noch so hochkommt an Gedanken so. Oder Ängsten oder was auch immer. Einfach dieses, mal das Ganze so ausklingen lassen, den ganzen Geist, so diese ganzen Gedanken, die ständig rennen oder so. Und dann einfach nur noch ankommen. So. Ankommen, klingt okay, gut. Ja, das ist es. Also ich bin Kathi auf jeden Fall total dankbar, dass sie das so angesprochen hat und ja, dass du dich auch getraut hast, uns einfach zu fragen und so. Und du wusstest, dass das eine gute Idee ist, sozusagen. Ja. Dass wir alle zugestimmt haben und das jetzt zu viert erleben. Ja, weil ich auch gemerkt habe, dass irgendwie je mehr wir sind, dann ist es auch irgendwie leichter, weil das Kraftfeld größer ist. Mhm. So, und ich genieße es sehr, so wenn beim Schweigen, also dass alles so still wird in mir, dass die Gedanken leiser werden und vielleicht sogar Momente gibt, wo die gar nicht mehr da sind, weil halt nichts von außen und innen so nichts Neues irgendwie kommt und man muss nichts mehr Neues sozusagen dann verarbeiten. Und da freue ich mich drauf und bin gespannt. Und ich bin ja auch gerade in so einer Umbruchphase, wo ich wo einige Veränderungen anstehen und ich erhoffe mir schon auch irgendwie, dass ich dadurch, dass ich mehr auf mich lausche, dass ich dann, oder einfach mit mir bin, dass ich dann ja auch durch den engen Kontakt mit mir da Klarheit vielleicht finden kann, aber vielleicht ist es auch eine zu hohe Erwartung, keine Ahnung. Es ist einfach eine Hoffnung, die ich habe, so, dass ich ein paar Antworten bekomme, aber wenn nicht, dann habe ich einfach eine Zeit in Stille, mal gucken. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was sich zeigt, was sich ergibt und was ich nach diesem Video zu quatschen habe. Ob es viel sein wird, ob es vielleicht nur Blicke sein werden, ob es nur ein paar Minuten sind. Ja, genau, was wir auch noch gemacht machen wollten. Dann nach dem dritten Tag, so am vierten Tag, wollten wir einen Zettel hinlegen und schauen, wer verlängern möchte, so, ob man vielleicht noch einen Tag länger macht oder so. Und deshalb kann es auch sein, dass es dann ja, länger still wird um uns. Ja. Vielleicht melden wir uns dann irgendwann nach einem Monat wieder mit Videos ohne Worten und Blicken. Ja. Gut. Ich glaube, das wär's. Erstmal. Ja.
Ihr könnt gespannt sein auf die Berichte hinterher. Ja. Genau. Ciao. Ciao.